Hey und willkommen zu einer weiteren Runde GTA Online, heute zusammen mit Maudado und Zombay. Bewerte den Part und wie immer viel Spaß. Yo, Manu. Hallo. Osaf und ich haben uns ein neues Auto geleistet. Wie Alter, das ist ja viel cooler als das von Manu, da schleiche ich mal direkt mal, an. Wir haben einen Spoiler gebastelt. Ui, das ist ja besser als alles, was Paluten hat. Der ist ja echt aus Pappe. Ja. Ist er? Ja, guck doch, wir haben den gebastelt und draufgeklebt. Wie teuer war das denn? Puh! Alter, wie schnell ist der? Über Preise können wir nicht reden. Das ist ja... Oh, da bin ich jetzt aber neidisch. Da muss man anfragen. Das ist so ein Auto, das steht gar nicht online, der Preis, weil man anrufen muss und fragen für den Preis. Echt? Ja. Vor allem, siehst du das? Dieser Rost, das ist Cortenstahl. Ist das stärker als... Ist sogar tiefer gelegt, als ja. Ob... Ist das stärker als mein Auto und schneller? Ja, warte, wir tunen den nochmal. Ach, das geht. Ey, der ist doch schon getuned. Jetzt sitzen wieder alle drin. Ja, vor allem Osat ist nicht mal auf dem Teamspeak. Hä? Ach, als da kommen wir nochmal. Als ob. Jawohl, Pappelüftung. Nee, Chromspiegel. Was ist das denn? Warum geht das denn? Wie geil ist das? Jawohl. Alles für die Pappe. Das müssen wir Paluten ja, sein. Ja, das war's. Ja, klar. Und da hinten soll auch für einen Auspuff. Oder für Nitro, ich weiß es nicht. Oh, oh. Alter, krasses Auto. Ja, auch gerade direkt geschrieben. Wie teuer war das? Ich kann mir halt echt vorstellen, dass es teuer war. Ja, doch nicht das Tune, oder? Warte mal. Vor allem das Tunen. 5 Millionen ist es im... Nee, es sind 500.000, ich dachte schon. Aber trotzdem. Dass du das halt zweimal den Heist machen. Dreimal? Ja. Ah, $100 pro Teil, okay. Immerhin. Aber geht das jetzt nicht kaputt, wenn er irgendwo gegenfährt? Eure Pappe. Ja, 100 Euro Pappe. Ich glaube, der wird verarscht. Es geht dabei nicht um die Pappe, sondern um die Kunst. Ja, ich meine, das ist doch auch richtig schön befestigt. An mehreren Stellen, so schicke das nicht ab. Ja, ich muss ja nur mal was rammen. Ja, er fährt aber zu gut. Fahr. Hä? Nein! Oh, ups. Du hast nicht T gedrückt. Ich wollte tippen. Nee, doch, wie in Minecraft. Hallo, bitte. Ohne Manu, ohne mich. Ja, komm her. Warte, ich hab ein Messer. Dann ramm mir den einfach, dann ramm mir die Pappe weg. So, warte, jetzt komm mal. Warum ich? Ich bin auch ausgestiegen. Weil das Motorrad hier. Wenn mich ankotzt und er trägt eine Waffe, ich wusste es. Du hattest die Waffe zuerst. So, und jetzt. Ja, auf, ich bin alter Mann und ich hab die Glocke an. Komm, ich auch, Mach dich fertig. Nein, warte noch. Und nochmal drauf, ich stich dich ab. Ich hab nur Spaß gemacht. Hilfe. Ich hab nur Spaß gemacht, wo ist der tolle Wagen? Der ist weggefahren. Weil du rausgesprungen bist. Nein, sollte nein. Das? Ah! Was sollte das? Ja, ich hab ihn. Nein, Zombie. Nee, Moment, Zombie hat. Oh, danke. Warte, ich will noch. Oh, da ist er wieder. Da ist er wieder. Maudado, komm in meine Arme. Na, komm mal hier. Ja, was will der von mir? Was will der von mir? Oh Gott. Warum werde ich angefahren? Warum würde ich überfahren? Der ist auf dem Gehsteig draufgefahren. Hä? Als ob? Hey, hallo. Was machst du denn da? Ja, ich schlag die Luft. Ich wollte nicht schlagen, keine Angst. Guck mal, ich hab auch nichts mehr in der Hand. Komm mal mit, Manu, ich hab da was. Was denn? Hier hinter der Ecke. Warte. Hier. Ein bisschen Gas? Ja, hier. Nee. Abkürzung. Was denn? Ach so. Wie ich mir wieder eine Falle stellen wollte. Oh, guck mal. Was ist das für ein nices Auto? Steig mal ein. Das ist ultra. Mein neues Auto! Steig in die Karre! Okay, ich komm rein. Nee, geht doch noch. Alles gut. Da, guck mal, Zombie kommt auch. Hallo. Weiß nicht, wie man einsteigt. Ich kann nur gegen Auto fliegen. So. Da, der fährt ja noch spitze. Wir gehen jetzt nämlich Kleider shoppen. Schon wieder? Ich habe kein Geld. Ja, für Kleider hast du Geld, Manu. Ja, das stimmt. Wenn ich für jeden Tag im Jahr ein unterschiedliches Kleidungsstück hatte, ist doch gar kein Mensch. Das stimmt auch. Ich leck dir aus. Aber nur, weil du Geburtstag hattest. Das stimmt. Ach so. Oh, was ist denn da passiert? Manu hat Geburtstag, Leute. Ja. Like dafür alle seine Videos. Danke. Und geht auf Video 28.
Ja, schreibt stimmt. Alles Gute drunter. Guckt alle Videos an. Ach so, ich hab grad. Ey, ich musste gerade echt 10 Sekunden drüber nachdenken, was du meinst. Alter Manu, ich hab mir die nochmal angeguckt. Dein erstes ist ja so gut. Danke. Mit dem Mikrofon noch und du klangst ja, da echt anders. Ja, schon gegen geklatscht vorher. Kannst du auch mal schneller fahren? Ja, ich ruf grad noch Lester nebenbei an. Da, oh, guck mal, wer kommt denn da? Darf ich da mal rein? Was hat der hinten dran? Sind das Lautsprecher? Spring mal dagegen, teste mal. Ach, schade. Ist schon vorbei, Zombie, ist schon vorbei. Aber stimmt, aber ich cool. Will da drauf. Will wegrasiert werden. Ja, ja, soll mal reingehen und anmachen, bitte. Komm, komm, warte. Ich mach mal kurz an. Guck mal, Manu, mein Kopf steckt da drin. Ich seh's nicht. Ich drück nur mal ein bisschen nach vorne und hör dann auf. So, und geh wieder raus. Jetzt dreht es sich und ich kann reingehen. Da und... Och, Mann. Hast du ein bisschen Schaden bekommen? Er fällt um. Er fällt um. Nein, 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 nein. Ich bin drin, ich bin drin. Okay. Ich fahr schnell ein bisschen nach oben. Kann man eben einer... Warte, ich darf auch rein. Ja, es funktioniert. Warte, nein, ich will euch doch gar nicht umbringen. Was sind das für Outfits? Nein! Ich werd gerade umgebracht. Warum ist Modern shoppen gegangen, oder was? Ich bin down. Guck mal, das neueste Valentins-Outfit. Alter, nice. Das ist so unter oder Outfits drin. Oder er zeigt uns sein Body. Hallo? Was macht denn ihr da drin? Oh nein! Hä? Der hat mich ausgeraubt! Der hat mich ausgeraubt! Du wurdest abgestochen! Ah. Kann ich hier bitte mal kaufen? Unter Outfit Valentinstag. Oh! Ich hab auch eins davon an. Ich will gar nicht wissen, welches. Ja, aber zu nackt ist auch doof, ne? Nee. Nicht? Okay, dann nehme ich das für 11.000. Ich hab was. Warte, wo ist Valentin? 31. Schön. Ja, da kommt jemand. Da hab ich das sowieso gespeichert. Das hab ich schon mal gekauft. Hallo. Ganz gut, wenn wir noch dieses Brothers for Life auf dem Rücken haben. Hallo. Warte, alles okay? Was ist passiert? Ja. Ich kann nicht getasert. Ja, aber es gibt kein Taser in GTA. Doch. Halt die Schnauze. Gibt's wohl. Nö, oh nein, ich wollte nicht. Mach die Waffe weg. Ich wollte das nicht. Hä? Hast du... Was machst du da? Da ist Feuer und Flamme für dich. Oh, ich will nicht brennen. Was ein schöner Valentinstag. Es reicht. Es reicht, Mordado. Warte, ich suche mir irgendwas Tolles raus. Kannst du mal aufhören? Das war doch Zombie. Nee, Zombie wird das nie machen. Klar. Vor allem will der da gerade mich reinfahren. Ich kenn wohl Zombie nicht richtig. Nee, ich der wird mich nie nicht. Angreifen, nee. Ja, siehste. Guck mal hier, Zombie. Fast Food. Chicken. Haben die auf? Lucky Plucker. Das ja, sieht echt aus, als könnte man da rein. Leider nicht. Guck mal, das ist richtig mit Tüffen drin. Das Teil ist immer noch da. Aua. Lil Woofy hat mich gebracht. Ja, er hat Kopfgeld bekommen. Okay. Kommt mal alle her. Wir fahren mal eine Runde damit. Okay. Warum auch immer das da noch steht. Alter, was ist mit dem Zivilisten los? Der hat dich ja komplett gerammt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Er will auch noch rein. Aber nicht mit mir. Flieg, ja. Lil Woof. Warte. Lil Woof. Nein, 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 was macht denn? Machst du die Geräusche von dem Kopf oder was? Ja, der hat's doch gerade angefangen! Ja. Warte, Zombie. Ich hol dich. Wer hat da einen Panzer? Ich bin der Panzer. Achso, ja, komm raus da, jetzt komm rein hier. Ich schieße dich mit meinem Panzer. Auf mich wird geschossen, auf mich wird geschossen. Komm, ja, so schieß bitte. Ich. Komm rein. Bitte, Zombie, jetzt komm doch. Ich bring jetzt erstmal den Kopf um. Okay. Treffe ich den? Ja, ja, ja. Das sieht gut aus. Ja, ja. Oh, das erste komm. Mal gegen den Kopf, gegen die Kopf. Jetzt. Oh. Ich drücke ihn da unten. Ich drücke ihn, ich drücke ihn. Oh ja, oh ja. Ja. Komm schon. Wie fährt der aus? Hä? Ist Gott? Nein, nein, warte, ich helfe. Da, oh, ich kann nicht so aufziehen. Alter, auf uns drauf ist jemand. Ja, das ist Zombie. Warte. Hä? Nein. Ja, ich ramm ihn. Das ist nicht Zombie. Oh, nicht? Nee. Ach so. Ja, guck mal, er ist voll gedreht. Was hält der denn Alter, aus? Wie stabil Osaf da auch steht. Ja. Oh. Gleich hat er ein Problem. Hä? Kann er jetzt mal sterben? Der sieht so viel aus. Nee. Der raucht ja nicht mal. Oh, da kommt der zweite, das ist ein Tür. Ja, warte, ich will gerade. Ja. Oh ja, der ist angeschwächt. Nicht nach unten smashen. Und? Ja. Er ist down. Schön. Jetzt der zweite. Wie kann er denn da so draufstehen? Oh Gott, oh, er hält es sich aus. Und ja. Oh ja. Oh. Alter, den haben wir besser weggekommen. Der war ein absoluter Anfänger. Stimmt. Der andere war aber echt zu krass. Alter, mit Osaka oben drauf. Hier oben auf dem Schild.
Warum ist der denn so krass und kann da oben bleiben? Bin hier auf dem Schild, Mann, hol mich. Ja, ja, ja. Bin drin. Ui, und jetzt wegfahren. Jetzt ramm ich noch den Bullen. Okay, der ist eh down, aber warte, warte. Ja, der sucht Stress. Ich merk schon. Zombie, er steigt aus, warum? Ich dachte, ich kann oben landen, aber ich bin zu schwach. Jetzt ist der schon wieder weg. Man kann immer drin bleiben. Keine Ahnung. Jetzt kann ich ja nochmal hochklettern, jetzt kann ich hochklettern. Nein, du kommst jetzt einfach hier rein. Hallo, ein bisschen netter kann man das auch sagen. Komm jetzt her. Nee. Ich habe das Gefühl, er sucht Stress. Wohin sollen wir jetzt? Paluten ist nicht da. Wir sollen jetzt nach Acapulco. Oh Gott. Nee, Ursaf, überlebte Schaden. Ich will ja auf dem Matzebank Tower. Auf dem Matzebank Tower landen. Und ihn dann abschießen. Ja. Runtertreten. Vielleicht daneben. Ja, 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 ich will ja daneben. Ich will erstmal. Achso, nee, Moment, andersrum, ne? Ich müsste erstmal raus. Einer muss erstmal laden. Moment. Kann einer raus? Draußen. Okay. Boah, bis sie abgeht. Mordado ist, glaube ich, den Turm runtergefallen. Ja, ich seh's. Schade. Da macht man nichts. Du kannst mich hier abholen. Warte, mach ich gleich. Komm erstmal drauf, Zombie. Komm. Ja. Stimmt, ich kann ja auch auf dich draufspringen einfach. Oh, ich fang dich. Nein! Ich bin gegen dich. Okay, dann landet jetzt Mordado einfach oben drauf. Wo bist du denn? Soll ich jetzt einfach springen? Ja, aber bitte richtig, nicht so noobig wie. Ja! Nein, warum denn? Ey, seine einzige Enttäuschung. Was soll denn das? So, was macht er jetzt, wenn ich einfach aussteige? Moment, ich gehe mal in den Sturzflug und steige dann aus. So, was passiert jetzt? Ich aktiviere es. Und Ursaf bleibt oben drauf und hat Spaß. Ja. Oh Gott! Alter! Die Explosion! Krass! Das war hübsch. Ja. Und er ist einfach eiskalt oben drauf geblieben. Ihm war das komplett egal. Einfach weiter wegfliegen von der Polizei und dann auf dir landen. Ja, fahr unter mich. Schnell. Ja. Und jetzt. Als ob. Hättest du da instant einsteigen können. Wie cool wäre das? Ja. Hä? Hallo. Ich wusste nicht mal, dass das möglich ist. Warum? Warum kann ich dich schlagen, wenn du hinten drauf sitzt? Ja, keine Ahnung. Das ist doch so ein komischer Bug, der so ein Ja, da ist. Warum fährst du von mir weg? Ich komm wieder zurück. Ich weiß ja nicht, wo du spawnst. Du kannst ja überall spawnen. Guckt auf die Karte, hab ich. Sag ich doch immer wieder. So, komm schon rein. Oh, ich wusste ja gar nicht, dass das geht. Okay. Dann schaut in die Videobeschreibung, da sind alle verlinkt. Wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder. Tschüss, bis dann.